Trennung, Scheidung ist für jede Familie, für jedes Paar ein persönliches Drama, was zu viel Verbitterung führt, zu viel Enttäuschung. Grundsätzlich würde ich sagen, brauchen Kinder beide Eltern. Sie brauchen sowohl das eigene Geschlecht als Vorbild, als auch das andere Geschlecht. Das gilt für Jungen wie für Mädchen. Es ist also auch nicht so, dass Jungen jetzt besser mit dem Vater klarkommen und Mädchen besser mit der Mutter. Oft ist es sogar umgekehrt. Insofern ist es immer ein Problem, wo die Kinder dann leben. Wenn sie nur bei der Mutter leben, ist das vielleicht eine gute Lösung. In 90% der Fälle leben die Kinder bei ihrer Mutter. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Gerichte in der Regel so entscheiden, wenn es zum Prozess kommt. Es ist nicht so wie früher, dass die Väter, dass den Vätern das egal ist, dass sie froh sind, dass sie ihre Kinder los sind, sondern es ist im Gegenteil auch für sie ein persönliches Drama und da entsteht eben viel Enttäuschung, gerade auf der männlichen Seite, viel Verbitterung. Und es ist gar nicht einfach für Paare, dann Modelle zu finden von geteilter Elternschaft, wenn man getrennt ist, denn Eltern bleiben ja auch getrennte Paare. Auch getrennte Paare sind weiterhin Eltern. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass man da ein zufriedenstellendes Arrangement für sich und auch für die Kinder findet. Wir haben in Deutschland eine Debatte um das sogenannte Wechselmodell, was bedeutet, die Kinder wechseln die Wohnung. Sie sind 3 Tage bei dem Vater, dann 3 Tage bei der Mutter. Manche Kinder kommen damit gut klar, andere finden das schwierig. Häufig wollen sie das vor allen Dingen in der Pubertät dann gar nicht mehr, sondern entscheiden sich für einen Elternteil. Es gibt auch Fälle, wo die Kinder der Mutter zugesprochen werden und wenn die Kinder älter werden, ziehen sie zum Vater, weil sie vielleicht sich mit der Mutter, wenn sie 14, 15 sind, besonders viel streiten und der Vater ihnen vielleicht mehr erlaubt und das ist dann vielleicht auch nochmal eine Chance für Trennungsväter, engeren Kontakt zu finden zu den Kindern. Auf jeden Fall problematisch ist es, wenn Kinder zum Faustpfand werden in Beziehungen, wenn sie zum Zankapfel werden, um den sich die Paare streiten und die Mütter den Vätern den Zugang zum Kind verweigern. Wenn das Paar verheiratet war oder ist, haben die Väter ja das Sorgerecht. Das heißt aber nicht, dass sie im alltäglichen Umgang genauso viel zu sagen haben wie die Mütter. Also 90% der Kinder, wie gesagt, leben dann nach der Trennung bei der Mutter. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich wirklich Väter, die dann sagen, ich breche den Kontakt ab zu meinem leiblichen Kind, weil mir das so anstrengend ist, aber das sind oft die Männer, die auch schon in der Babyphase keinen großen Kontakt hatten zum Kind. Also die neue Verbitterung, dass wir sozusagen fast eine Trennungsväterbewegung in Deutschland haben, hat ja mit dem Phänomen der neuen Väter zu tun, weil oft sind die Trennungsväter besonders enttäuscht, die sich in der Babyphase sehr viel um das Kind gekümmert haben. Wenn ihnen das alles egal ist, dann leiden sie ja nicht darunter. Dann gehen sie ihrer Wege und sind froh, dass sie sich damit nicht mehr beschäftigen müssen. Wobei natürlich das Thema Unterhalt, die Zahlungen an die Mutter bleiben. Da gibt es auch viele Diskussionen in Deutschland zu, weil eben ein Teil der Väter zu wenig oder gar keinen Unterhalt zahlt. Aber wenn man natürlich dieses Wechselmodell praktiziert, haben ja auch Väter zusätzliche Kosten. Es gibt getrennte Wohnungen. In der Regel haben die Väter dann auch ein Kinderzimmer eingerichtet. Oder sie fahren mit den Kindern im Sommer in Urlaub und haben Kosten. Und dann ist es natürlich schon eine Belastung, wenn sie zum Beispiel eine Urlaubsreise bezahlen müssen und gleichzeitig den Unterhalt an die Mutter, die in dem Monat gar nicht die Kinder versorgt. Ungefähr 10% der Väter in Deutschland sind alleinerziehende Väter. In dieser Zahl von 10% enthalten sind allerdings auch die Witwer, also die Männer, deren Partnerin gestorben ist. Insgesamt ist das ein sehr geringer
Prozentsatz, aber auch nicht so wenig. Oft haben diese alleinerziehenden Väter das Problem, dass sie eben eine Vollzeitstelle haben und besonders angewiesen sind auf Kinderbetreuung, wobei das ist ja sozusagen ein rollenverkehrtes Modell. Sie würden dann in der Regel auch Anspruch haben auf Unterhalt von der Mutter. Ein Problem ist dabei der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern, weil Mütter oft noch schlechter Unterhalt zahlen können als Väter, weil sie weniger verdienen, weil Frauenberufe schlechter bezahlt werden. Wir haben einen Gender Pay Gap, wie das auf Englisch heißt, von 23% in Deutschland. Eine sehr hohe Zahl im EU-Vergleich. Und insofern ist das mit dem Rollenwechsel dann schwierig. Alleinerziehende Väter haben noch mehr Probleme, Unterhalt zu bekommen als alleinerziehende Mütter. Und sie arbeiten in der Regel eben Vollzeit und sind auf öffentliche Betreuung noch stärker angewiesen.